Und damit herzlich willkommen zurück zu Anthem hier bei Explorer LP und wir starten mittlerweile jede Folge vor diesem Anzug. Was gar nicht so schlecht ist, weil das heißt, wir haben ein bisschen Action. Und wir müssen jetzt nur eine oder zwei Missionen haben. Oder gar keine? Doch, eine. Die Scar-Kontrolle. Bitte. Und dann werden wir wahrscheinlich diese Folge noch und die nächste sehr viele Gespräche vor Tarsis führen müssen. Mir bangt es jetzt schon davor, aber gut, gehört zum Spiel dazu. Auch wenn, wie gesagt, alle Gespräche nicht immer sinnvoll sind. Und wir haben unser Inventar voll, das muss ich auch noch machen. Aber das mache ich dann nach dieser Folge. Neue Waffen, neue Runen, wie die Dinger heißen hier in dem Spiel. So, Scar-Kontrolle. Blöp, blöp, blöp. Es wurden wieder Arkanisten von Scar entführt. Wir brauchen hier keinen Freelancer. Alles klar, bin unterwegs. Los. Die Arkanisten sind hier. Und auch die Scar, von denen sie entführt wurden. Nein, falsche Taste. Verdammt. Jedes Mal was anderes. Erstmal wählen. Ich danke dir für die Hilfe. War hier irgendwo Action? Da war Action. Mission erfolgreich beendet. Eine Minute. Ich glaube, jetzt zwei Stunden rein. Was ist das? Was ist das? Warum? Wrong Botschaft. 1 von 10. Okay. Die Arkanistenausrüstung ist in der Nähe. Kabems. Action. Nix. Wir haben das Gerät gefunden. Sie können Gerät. Jetzt mit der Informationsextrahierung beginnen. Gerät. Toll,
Plattform irgendwie kommen. Ich bin froh, dass das geschafft ist. Eine letzte Sache noch. Was denn? Zwei zähe Scar koordinieren Angriffe auf Patrouille. Schalten Sie sie aus und die Schwärme knicken ein. Kein Problem. Abkühlen macht er nicht. Warum auch? Wird viel zu langweilig. Niemanden was. Ausgezeichnete Arbeit, Freelancer. Mhm. Aber was haben wir denn jetzt hier für Runen gefunden? Ist das so nebenbei ein Collectible oder? Eine Quest dafür haben wir doch nicht. Man weiß es nicht. Ja, jetzt werden wir leider viel quatschen müssen. Nach dem Ladebildschirm. Ja, jetzt muss man ganz schlecht sein. Viel haben wir ja nicht gemacht.
Okay. Der hört sich über an. Und Level 10. Haben wir was freigeschaltet? Pilotenlevel erhöht. Verbrauchsobjekt-Slot freigeschaltet. Okay. Ja. So, ja. Portasis, bitte. Jetzt sind wir gerade bei 11 Minuten Aufnahme. Ja. Ich denke mal, diese Folge werden wir noch ein bisschen quatschen und bestimmt die komplette nächste Folge auch noch. Okay. Womit fangen wir an? Wer will denn alles mit uns reden? Siehst du, die wollen... Oh Gott. Oh Gott. Gut, wir machen Hauptstory. Das war die Tante hier, ne? Tassin. Ich gehe davon aus, dass ihr Wiedersehen mit Herlock und Faye produktiv war, Freelancer. Es gibt jetzt ein paar Dominion-Einheiten weniger, die uns nerven. Das hört man gerne. Wie sieht Ihr nächster Schritt aus? Das Grab von General Tarsis. Angeblich soll Ihr alter Javelin immer noch dort sein. Ich gehe davon aus, dass Sie dort nicht nur Sightseeing betreiben. Faye meint, dass wir mit dem Javelin ins Herz des Zorns vordringen können. Dann freue ich mich, dass ich alte Freunde wieder zusammenbringen konnte. Naja, wir arbeiten noch dran. Raufen Sie sich zusammen. In der Zwischenzeit hat Corvus noch andere Jobs im Angebot, die Sie interessieren könnten. Sie kennen mich. Ich übernehme jeden Job, den ich kriegen kann. Das sind nicht die üblichen, einfachen Aufträge. Die haben's in sich. Ich krieg das hin. Dann melden Sie sich bei meinem Agenten Seth. Er wird Ihnen alles Weitere mitteilen. Sie finden ihn in der Bar. Oder Sie ballern einfach wild drauf los. So wie das Freelancer gerne machen. Egal, wie Sie vorgehen, leisten Sie weiterhin gute Arbeit. Jawohl. Was ist das? Neu, Festung. Festungen sind kampforientierte Missionen, auf denen du dich schwierigen Bedrohungen der Region stellen musst. Einzigartige Belohnung sowie die Chance auf bessere Ausrüstung warten auf dich. Kommst du vorbei, wenn du Zeit hast? Wir haben eine Komplikation. Freies Spiel, Grabstätte der Legionären. Oh, das ist die Quest, vor der ich mich schon die ganze Zeit fürchte. Ja gut, aber nichtsdestotrotz, wir müssen quatschen. Hallo, willkommen zurück bei Onkel Vonnies. Danke. Diese Woche sind ein paar exklusive Legierungen und Komponenten hereingekommen. Ich kann nicht sagen, wie wir an sie gekommen sind, aber dein Javelin wird es dir danken, wenn du etwas kaufst. Du bist sehr überzeugend, Serena. Danke, ich habe geübt. Oh, ich bin froh, dass du hier bist. Ich möchte dir von meinem Koroks-Abenteuer erzählen. Oh, ich würde jetzt am liebsten die 2 drücken. Nein, komm. Oh ja. Ich will alles darüber hören. Okay, also es war ein wunderschöner Tag und es dauerte eine Weile, bis wir endlich ein Koroks-Baby gefunden hatten. Als ich anfing, es zu streicheln, sah es mich mit all seinen Augen an und machte diesen unheimlich süßen Grunzlaut. Rückblickend muss das so eine Art Ruf gewesen sein, denn seine Mutter tauchte auf und... Boah, war die sauer. Und so schnell. Wurdest du verletzt? Das war das Merkwürdige. Ich habe das Baby gestreichelt, aber die Mutter ist nur meinem Cousin Dalton hinterhergejagt. Er hatte zwar seine Waffe, aber dieser Koroks war verdammt schnell. Ist Dalton was passiert? Die Sache ist, dass er zwar einen gewaltigen Treffer kassiert hat und sehr weit geflogen ist, doch als er aufstand, war nichts gebrochen und er hatte nicht mal einen Kratzer. So ein Glück, nicht wahr? Doch gestern hat er angefangen, Blut zu pinkeln. Also muss er das im Auge behalten. Ja, das sollte er wohl. Wenigstens konnte ich ein Koroks-Baby streicheln. Das ist doch mal was. Auf jeden Fall. Oh, vergiss nicht die neuen Waren, die wir reinbekommen haben. Ich werd's versuchen. Gut, weiter geht's. Freelancer, wie geht's? Ich kämpfe den Kampf der Guten. Genau das wollte ich hören. Wie laufen die Donnergeschäfte? Gut. Es hat sich herumgesprochen, dass Freelancer wieder etwas Besonderes sind. Wir tun, was wir können. Wie bist du überhaupt zu dieser Arbeit gekommen, Prospero? Sie hat mich gefunden. Nichts in dieser Welt hinterlässt so viel Eindruck wie die Gestalterrelikte. Womit wir wieder bei dem Thema furchtsamer Respekt wären.
Deshalb sind sie so faszinierend. Niemand weiß, wie sie funktionieren oder weshalb sie überhaupt existieren. Alles kann passieren. Oh, das weiß ich. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Was ist passiert? Als ich jung war, so um die 18, war ich Ingenieur bei einer Handelskarawane. Eines Tages hören wir ein Gerücht, dass ein Titan in der Gegend gesehen wurde. Wir waren jung und dumm, also setzten wir uns in den Kopf, dass wir keine Händler mehr sein müssten, wenn wir einen Titanen erledigen. Ich schätze, darum geht es, wenn man jung ist. Risiken eingehen. Manchmal lohnt es sich. Nun, ich weiß noch, wie ich dachte, wie schwer kann das schon sein? Also war ich wahrscheinlich der Dämlichste von allen. Dieser Titan hinterlässt also eine Spur aus Zerstörung und Gerüchten, wo immer er hingeht. Der größte Titan, der je gesehen wurde. Wochen vergehen und wir haben ihn bis zum westlichen Pass in die große Weite verfolgt. Schließlich treiben wir ihn in einem Tal in die Enge. Und dann spürte ich es. Furcht, die bis ins Mark ging. Das war nicht nur ein Titan. Es waren drei. Miteinander verbunden. Du verarschst mich. Sie standen um ein Gestalterrelikt herum und verschmolzen direkt vor meinen Augen. Miteinander. Es starrte uns an. Dieses riesige Ding, das überhaupt nicht existieren sollte. Wir brauchten genau 15 Sekunden, um unseren Läufer herumzudrehen. Doch ich sah zurück. Ich war fasziniert. Es war mächtig, furchtbar, grässlich. Dann zeigte es zum Himmel und der Donner antwortete. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Das ist unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Ich weiß, dass es passiert ist. Dieser Donnerschlag, wir spürten ihn. Er war so laut, dass mein Trommelfell platzte. Wow. Deshalb bin ich hier. Ich verkaufe den Donner. Wenn alle Freelancer die Furcht erwecken, die ich an dem Tag spürte, werdet ihr immer gewinnen. Macht immer Spaß, mit dir zu reden, Prospero. Bis später. Danke, gleichfalls. Gut, bye bye. Nochmal eben schauen. Hier ist Ruhe. Da ist Ruhe. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Wir sind bei 18 Minuten. Ja, und in der nächsten Folge, sorry dafür, ich sag's jetzt schon, wird gequatscht. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.